Herzlich willkommen an diesem Sonntag, Wahlsonntag in Kärnten. Ein neuer Landtag ist gewählt worden. Knapp 430.000 Menschen waren also aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Und sie haben damit durchaus für Überraschungen gesorgt. Das kann man so sagen. Die SPÖ verteidigt zwar klar den ersten Platz, aber mit etwas größeren Verlusten als in den Umfragen erwartet. Das Match um Platz 3 ist entschieden zugunsten der ÖVP. Schauen wir uns das alles ganz genau an, anhand der aktuellen Ergebnisse gleich von dir, Tobias. Ja, genau. Wir blicken auf die aktuelle Hochrechnung, meine Damen und Herren. Hier sind die Ergebnisse, die die Kärntner Politik für die nächsten Jahre prägen werden. Auf Platz 1 bleibt, wie gesagt, die SPÖ, ganz klar mit 39% Zustimmung. Allerdings ist das ein Verlust von 9 Prozentpunkten, also doch einiges im Vergleich zu vor 5 Jahren. Und Peter Kaiser, der Landeshauptmann und der SPÖ-Spitzenkandidat, der hatte sich eigentlich mehr erwartet, nämlich einen Vierer vorne. Danach schaut es im Moment überhaupt nicht aus. Die FPÖ, traditionell nicht so schlecht eigentlich in Kärnten, kommt heute auf 24,8%, ein Plus von 1,8 Prozentpunkten, also bleibt relativ stabil. Wie schaut es bei der ÖVP aus? Die ist eigentlich zu einer Gewinnerin dieses Wahlabends geworden. Mit einem Plus hatte da niemand eigentlich wirklich so gerechnet. 17,2% sind es jetzt, auch ein Plus von 1,8 Prozentpunkten. Das Team Köfer hat 9,9% erreicht, ein Plus von 4,3 Prozentpunkten. Also alle haben eigentlich gewonnen, bis auf die SPÖ. Und eine Verliererin dieses Wahlabends sind ganz klar die Grünen, denn da sind alle Hoffnungen zunichte gemacht. Der Wiedereinzug in den Landtag, der hat heute nicht funktioniert. Die Grünen nur mit 3,7%. Zwar ein kleines Plus, aber das reicht eben nicht für den Sprung über die 5%-Hürde. Also weitere 5 Jahre, wenn alles nach Plan läuft im Kärntner Landtag, ohne grüne Beteiligung. Auch für die Neos klappt es ganz klar nicht. 2,4%, nur eben weit weg von der 5%-Hürde. Und die anderen Kleinparteien, die sind eigentlich in der politischen Bedeutung. Soweit einmal das Ergebnis. Was heißt das jetzt in Mandaten für den Kärntner Landtag? 36 Sitze bietet dieser Landtag. Die SPÖ kommt dort in Zukunft nur mehr auf 15 Mandate, ein Minus von 3 Sitzen. Die Freiheitlichen, die können um einen Sitz zulegen, machen 10 Mandate. Wie schaut es bei der ÖVP aus? Die hat in Zukunft 6 Mandate, also plus minus 0, ein Gleichstand. Und das Team Kärnten mit Spitzenkandidat Köfer 5 Mandate, ein Plus von 2 Sitzen. So sieht es also aus. Koalitionsvarianten muss man sich dann noch anschauen. Natürlich ginge sich die alte Variante, die große Koalition zwischen SPÖ und ÖVP, weiterhin aus. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das muss politisch verhandelt werden. Was sagen denn die Menschen auf der Straße zu diesen politischen Aussichten für die nächsten Jahre in Kärnten? Da haben wir schon einige erste Stimmen von der Straße eingefangen. Hätten Sie ja gedacht, dass die Roten die SPÖ mehr hält? Ich hätte gedacht, dass es nur geringe Veränderungen geben wird. Ja. Aha, na ja, das ist eigentlich überraschend. Ich habe mir gedacht, die hätten doch 41-42%. Aber mich berührt es nicht. Ich habe sie nicht gewählt. Also rot nie und nimmer. Mit da so viel Aufregung über die SPÖ habe ich schon gerechnet, dass sie ein bisschen verlieren schon. Aber das ist ordentlich verlieren. Ja. Mit dem haben wir müssen rechnen. Ich freue mich, dass er noch einmal kommt. Ja. Der Herr Kaiser. Ja. Das werden wir erst sehen. Ja. Tja, es ist eine Tatsache und ich glaube, die Politik muss darauf reagieren. Wie? Mit Daten, ja. Würde ich sagen. Ja. Aktuell verändern. Ja. Soweit also einige Stimmen von Wählerinnen und Wählern an diesem Wahlsonntag und einen größeren Überblick über deren Motive, nämlich auch statistisch belastbar, keine Einzelmeinungen, die liefert auch heute wieder die Wahltagsbefragung von SORA und dem Institut für Strategieanalysen. Da haben wir jetzt erste Ergebnisse bekommen, die schon durchaus aufschlussreich sind. Und daraus lassen sich doch wachsende Zweifel in der Bevölkerung herauslesen. Eine Frage war nämlich, ob man darauf vertraut, dass die Politik gute Lösungen für künftige Probleme finden wird. Da haben 61% volles Vertrauen oder ziemliches Vertrauen, ein Viertel hat wenig Vertrauen und 10% gar keines mehr. Und das ist schon eine Verschiebung, wenn man es mit dem Jahr 2018 vergleicht, also mit der vorangegangenen Landtagswahl in Kärnten. Da hatten noch 72% volles oder ziemliches Vertrauen und nur 20% waren eher oder völlig misstrauisch.
Und zweiter Aspekt, weil ja die Teuerung und das Geld im Börsel das Hauptthema war bei dieser Wahl und auch bei vorangegangenen Wahlen schon, differenzieren wir vielleicht noch das Ergebnis von heute nach dem Einkommen. Die Frage der Meinungsforscherinnen war da, kommen sie eigentlich mit ihrem Geld gut oder schlecht aus? Und es zeigt sich etwas, finanzielle Sorgen haben eher die Unterstützerinnen und Unterstützer der Freiheitlichen, Gutverdiener hingegen haben im Verhältnis öfter die Volkspartei gewählt. Also einige Einblicke in diese Befragungen. Susanne. Ja, was erwarten sich oder erhoffen sich die Menschen von ihren, da ist jetzt meine Kamera, was erwarten sich und erhoffen sich die Menschen von ihren politisch Verantwortlichen? Da haben wir jetzt einige Einblicke gehört, das wollen wir noch weiter vertiefen mit Peter Filzmaier, aber einer der Verantwortlichen für diese Wahltagsbefragung in Klagenfurt. Wir haben es gehört und heute schon darüber gesprochen, es sind große Aufgaben, die die Politik derzeit zu lösen hat, große globale Krise mit der Teuerung, die Inflation. Wir haben aber auch gesehen, sozusagen die Menschen haben ein bisschen das Vertrauen in die Politik, in der Lösungskompetenz verloren, aber wird da von der Landespolitik vielleicht verlangt, Probleme zu lösen, die da gar nicht für sie zu lösen sind? Zunächst ist das sinkende Vertrauen in die Lösungskompetenz der Politik kein reines Kärntner Phänomen, sondern betrifft genauso Politiker und Parteien in anderen Bundesländern und auch auf Bundesebene. Und der Rückgang von 3/4, die Vertrauen auf klar unter 2/3, ist tatsächlich sehr stark bis fast schon dramatisch. Es ist richtig, dass sehr oft eine Lösung für etwas verlangt wird, was gar nicht regionalpolitisch in einem Bundesland zu lösen ist. Denn beispielsweise die Teuerung ist eine internationale Entwicklung. Der Krieg in der Ukraine von Russland begonnen ist sowieso etwas, was man nicht vom kleinen Kärnten aus lösen kann und so weiter und so fort. Es gibt aber noch einen Aspekt. Dann sollten Politiker und Politikerinnen auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene das ehrlich zugeben und nicht Scheinlösungen versprechen. Also so zu tun wie Astrid Lindgrens Carlsson vom Dach, das kümmert einen großen Geist nicht, dass es hier eigentlich eine europa- oder weltpolitische Lösung braucht, sondern ich tue einfach mal so, als könnte ich das im Bundesland lösen. Das darf man dann auch nicht. Was die Menschen besonders kümmert, auch das haben wir gesehen in der Wahltagsbefragung, ist das Einkommen, das Auskommen. Sie können sich das Leben nicht mehr leisten. Auffällig ist, dass die SPÖ, eigentlich wäre das ja auch ein Kernthema der SPÖ, die Wählerinnen und Wähler da nicht hat abholen können. In Kärnten ist es so, dass da zwei Faktoren zusammentreffen. Einerseits eine sozialdemokratische Partei, schon aufgrund ihrer geschichtlichen Entstehung aus der Arbeiterklasse, müsste besonders von Menschen mit geringem Einkommen gewählt werden. Andererseits richtet sich ein Protestwahlverhalten von Menschen mit geringem Einkommen auch gegen die jeweils Regierenden. Und das ist in Kärnten die Landeshauptmannpartei SPÖ selbstverständlich. Altbekannt ist der andere Unterschied, den die Grafik vorhin gezeigt hat. Es wird die ÖVP überdurchschnittlich von gut verdienen oder zumindest solchen, die gut mit ihrem Geld auskommen, gewählt, die FPÖ überdurchschnittlich von wenig verdienen. Noch ganz generell gefragt, wie sehr haben die Kärntnerinnen und Kärntner heute mit ihrer Stimme sozusagen kärntnerisch gewählt oder auch der Bundespolitik da heute Noten gegeben? Sie haben mit dem kleinen Wörtchen auch die Frage beantwortet. Das Hauptmotiv war landespolitisch, dass man für eine Partei war oder gegen die anderen Kärntner Parteien war. Aber über ein Drittel hat doch auch gesagt, die Bundespolitik hat mit eine Rolle gespielt. Darüber werden wir heute auch noch reden. Danke, Peter Filzmaier, fürs Erste. Ja, jetzt haben wir also einiges über die Wählerinnen und Wähler gehört. Schauen wir jetzt an, was sie mit ihrer Stimme bewirkt haben. Sie haben den Parteien Gewinne oder Verluste an diesem Wahlsonntag heute beschert. Welche Reaktionen diese Ergebnisse der Landtagswahl dann bei den Parteien auslöst, das haben wir in der Gesprächsrunde der Spitzenkandidaten erfragt. Und hier sehen Sie eine Zusammenfassung. Die Wahl ist geschlagen, die Kräfteverhältnisse in Kärnten verschoben, aber nicht komplett umgeworfen. Landeshauptmann Peter Kaiser rechnet mit weiteren 5 Jahren mit ihm an der Spitze. Dieses Ergebnis schmerzt. Es schmerzt sehr, weil auch das angepeilte Ziel mit einem Vierer vorne momentan nicht erreicht ist und möglicherweise gar nicht erreicht werden kann. Wir haben, glaube ich, einen sehr klaren Auftrag, wurde auch von allen Analysten bisher bestätigt, dass die Sozialdemokratie führend sein sollte. Wir werden dieser Forderung, dieser Aufforderung und dieser Tendenz auch nachkommen. Der FPÖ-Spitzenkandidat will bei künftigen Koalitionsgesprächen ernst genommen werden. Ich finde es gut und demokratiepolitisch auch gut für Kärnten, dass es auch andere Konstellationen gibt. Und deshalb werden die nächsten Tage spannend werden. Und dann schauen wir am Schluss, wer welchen Posten besetzt. Die ÖVP, in den Umfragen schon abgeschrieben, steht plötzlich als große Gewinnerin da. Vor allem auch die Bestätigung, dass Experten und Umfragen tatsächlich meilenweit daneben liegen können. Wir haben eine unglaubliche Aufholjagd gestartet.
teilweise haben wir uns Umfrageneinstelligkeit prognostiziert. Und jetzt sind es doch auch über 17% laut Hochrechnungen geworden. Das macht mich einfach demütig. Gerhard Köfer vom Team Kärnten will als kleine Partei den Zugewinn nicht selbstverständlich sehen und liebäugelt mit einer Dreierkoalition ohne SPÖ. Zwei Parteien können mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden sein. Die Grünen und die Neos, sie schaffen den Einzug in den Landtag nach derzeitigem Stand nicht. Soweit also einige politische Stimmen nach dieser Wahl. Fest steht, die Sozialdemokratie bleibt voran, aber schon mit einem empfindlichen Minus, das in dieser Größenordnung eher nicht erwartet worden war. Vor 5 Jahren, erinnern wir uns, hatte Peter Kaiser noch fast 48%. Von dort ist es heute ziemlich nach unten gegangen, um 9 Prozentpunkte in etwa. Das ist eben Platz 1, aber längst nicht mehr so glänzend, wie es schon einmal war. Und das muss man auch sagen, das passt in die doch durchwachsene rote Langzeitbilanz. Hier sehen wir die SPÖ-Ergebnisse bei den Wahlen aus den vergangenen 6 Jahren. Erinnern wir uns etwa an die jüngste Landtagswahl in Niederösterreich. Da gab es auch ein Minus. Da war das sogar das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ, obwohl ja eigentlich die gesamte politische Themenlage in die Hände hätte spielen müssen. Man muss dann in der Zeitreihe weiter zurückblicken, um rote Gewinner zu erkennen. Das waren auch so Bastionen dann, nämlich die Landtagswahl in Wien, wo der prominente Landeshauptmann Bürgermeister Ludwig dazu gewonnen hat, oder Doskozil im Burgenland. Die haben da mehr oder minder kräftige Zuwächse erzielen können, aber ansonsten waren schon auch oft Schlappen dabei oder ein Stillstand, eigentlich gar keine Veränderung. Nächste Ausnahme wirklich ist dann eben schon die vorangegangene Wahl in Kärnten, als Peter Kaiser da vor 5 Jahren viel deutlicher voran war als heute mit einem kräftigen Plus. Schauen wir noch auf den Bundestrend aus Sicht der SPÖ. Laut den Umfragen hatte die Partei da bis vor ein paar Wochen ja noch Aussichten auf Platz 1 sogar, aber das ist jetzt an die FPÖ verloren im Moment und man liegt da mit in etwa 24% auf Platz 2 relativ gleich auf mit der Volkspartei. Die Oppositionsrolle scheint also die FPÖ gerade besser nutzen zu können als die SPÖ. Das Momentum hat sich gedreht. Die Sozialdemokratinnen können trotz ureigener Themen wie Teuerung, Verteilungsgerechtigkeit offenbar nicht wirklich realisieren. Das hat die Debatte um die Parteiführung zuletzt wieder angeheizt und die wird wohl virulent bleiben. Peter Kaiser könnte da auch ein Wörtchen mitreden. Peter Kaisers Wort hat Gewicht in der Bundes-SPÖ, bis jetzt als Unterstützer von Pamela Rendi-Wagner. Zuletzt will er vor allem keine Wellen in der Causa Spitzenkandidat. Eine bundespolitische Diskussion vor Landtagswahl in Kärnten akzeptiere ich nicht. Der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hält die Diskussion am Köcheln. Er soll an die Spitze drängen. Und Kaiser selbst denkt laut über ein Team an der Parteispitze nach. Dass es nicht immer ein Pamela oder Hans-Peter, sondern einen Teamcharakter annehmen kann. Pamela mit Hans-Peter, mit Michael, mit Peter, mit Julia Herr, mit. Pamela Rendi-Wagner stärkt das nicht unbedingt. Möglicherweise, und das erkennt er als erfahrener Politiker, wird sie es sehr, sehr schwer haben als Spitzenkandidatin bei einer nächsten Nationalratswahl. Und das war seine Wortmeldung vermutlich so die Vorstufe einer Absetzbewegung. Was folgt, sind neue mediale Spekulationen und ein öffentliches Bekenntnis zu Rendi Wagner vom mächtigen Wiener Bürgermeister. Die Expertin hält es nicht für besonders klug, sich jetzt, lange vor der Nationalratswahl 2024, hauptsächlich mit der eigenen Personalfrage zu beschäftigen. Da gäbe es vor allem für die SPÖ in Österreich jetzt wirklich viel, viel lohnendere Themen. Aber das ist ein Selbstzerstörungstrieb der SPÖ. Irgendwann wird die SPÖ diese Diskussion beenden müssen. Eine zentrale Rolle wird dabei Peter Kaiser einnehmen. Auch darüber werden wir heute noch sprechen. Es ist auf jeden Fall ein harter Wahltag heute für die SPÖ und auch für Peter Kaiser. In der SPÖ-Parteizentrale in Klagenfurt ist Martina Steiner. Ja, hat die Ursachensuche schon begonnen? Wie erklärt man sich dieses dicke Minus heute? Ja, hier in der SPÖ-Parteizentrale in der Klagenfurter Innenstadt hat man sich offenbar damit abgefunden, dass es nichts mehr wird mit den Vierer vorne. Das war ja das Wahlziel, das Landeshauptmann Peter Kaiser seiner Partei und sich ausgegeben hat. Jetzt liegt man darunter. Insgesamt hat man vielleicht im Wahlkampf sogar noch mit einem besseren Ergebnis gehofft. Dass der Verlust so groß ist, das hat dazu geführt, dass hier die Enttäuschung natürlich sehr groß ist. Es herrscht Rätselraten darüber.
darüber, was zu diesem Ergebnis geführt hat. Viele Antworten habe ich hier nicht gehört. Manche meinen, die Diskussion um den Flughafen sei es gewesen. Andere sagen, allgemein Regierende werden jetzt abgestraft. Also weiterhin, man wird da noch in den nächsten Tagen analysieren, was da los war. Denn die Umfragen haben ja ein anderes Ergebnis vorausgesagt. Mit der Wahlparty, die vielleicht geplant war, wird es hier wohl nichts werden. Heute Abend eher betretene Gesichter. Und damit zurück nach Wien. Die Party ist abgesagt. Danke, Martina Steiner in Klagenfurt. Und Hans Bürger, zu Ihnen jetzt zurück. Da hat die SPÖ heute auf jeden Fall wieder einiges zu verdauen und zu analysieren und Ursachen zu suchen. Es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass aber heute auch schon wieder über anderes gesprochen wird. An diesem heutigen Tag fast so oft wie der Name Peter Kaiser fällt auch der Name Pamela Rendi-Wagner. Dieses Ergebnis, was bedeutet das jetzt für Sie? Und täglich grüßt das Murmeltier. Also nach jeder Wahl bemühen wir jetzt eine Obfrau-Diskussion in der Sozialdemokratischen Partei. Und nach einigen Wochen zeigt sich wieder Beruhigung. Und es gilt das, was ich schon die letzten Male gesagt habe. Ich denke, entscheidend wird trotz allem die Wahl in Salzburg sein, wie die SPÖ weiter verfährt. Weil es im Beitrag zuerst geheißen hat, Kaiser hat ein starkes Gewicht. Na, das ist ein bisschen kleiner geworden, das Gewicht des Kaiser. Und es ist ein bisschen größer geworden. Nehme ich an, wieder das Gewicht innerhalb dabei von Hans-Peter Doskozil. Außerdem gilt auch der Sozialdemokrat in Salzburg als eher Doskozil-Lager. Das heißt, in den nächsten Wochen wird es ungemütlich. Ob es jetzt tatsächlich einen Obfrauwechsel geben wird, das glaube ich nicht. Das heißt, Sie glauben, es gibt eine Schonfrist bis zu den Salzburger Landtagswahlen? Das glaube ich nach wie vor, ja. Weiten wir den Blick, schauen wir jetzt generell über die Landtagswahlen, die in diesem zuletzt schon geschlagen worden sind. Es ist offenbar ein genereller Trend, wenn man sich das anschaut, dass die Regierenden abgestraft werden. Das war in Niederösterreich zuletzt nicht anders, das ist heute in Kärnten nicht anders. Wofür kassieren Sie da die Rechnung? Es ist auch ein genereller Trend, dass die Umfragen in letzter Zeit nicht mehr so punktgenau stimmen, weil die allgemeine politische Lage, und da meine ich durchaus auch die weltpolitische oder geopolitische oder eben auch die Gesamtlage rund um den Krieg, etwas ist, was Wahlen regional sehr stark beeinflusst. Und deshalb ist es ja auch in Niederösterreich so gewesen, dass in den Umfragen davor und auch danach die Menschen oder davor vor allem nicht gesagt haben, was sie eigentlich ärgert. Und man hat es dann doch herausgefunden, es ist eigentlich die Corona-Politik der Bundesregierung gewesen, die viel nachhaltiger wirkt, als man das vermutet hatte. Nicht umsonst wird ja auch der Bundeskanzler dann zu diesem Thema eine Art Versöhnungsrede halten in den nächsten Tagen. Also das Thema ist sehr groß. Kann sein, dass es in Kärnten schon ein wenig kleiner war, aber die allgemeine Unzufriedenheit mit den Regierenden, die ist noch immer sehr stark. Das Thema Corona haben Sie angesprochen, da hat sich die FPÖ ja bekannterweise sehr draufgesetzt, sozusagen auch die Gräben da durchaus geweitet. Die FPÖ hat an diesem Wahltag gewonnen, wenn auch nur relativ leicht. Was sagt es denn eigentlich für die Bundes-FPÖ? Herbert Kickl, FPÖ-Chef, ist Kärnten und war sehr aktiv in diesem Wahlkampf. Genau, und deshalb wage ich eine Prognose, also nicht eine Prognose, eine Einschätzung, dass ohne dieses Engagement von Herbert Kickl die Wahl für die FPÖ vielleicht so ausgesehen hätte, dass gar kein Minus, gar kein Plus davor steht. Denn das Charisma des Spitzenkandidaten der Freiheitlichen Partei in Kärnten, sagen wir heutzutage, sagt man, hat Luft nach oben. Er spricht sehr langsam, er spricht nicht so, wie man es eben von Herbert Kickl gewöhnt ist. Und deshalb war, glaube ich, Kickls Unterstützung gerade in Kärnten sehr notwendig dafür, dass jetzt tatsächlich ein Plus da vorne steht. Aber groß ist es nicht und das könnte natürlich alles in Salzburg ganz anders sein. Und das muss man fairerweise natürlich dazu sagen, mit dem Team Kärnten ist ein großer Konkurrent entstanden und hat natürlich der Freiheitlichen Partei nicht zu diesem Erfolg verholfen, den sie sich vielleicht selbst erwartet haben. Auf jeden Fall. Offenbar mehr sich Umfragen erwartet haben, hat die ÖVP heute bekommen. Die sorgt für die Überraschung dieses Wahltages ein ziemlich deutliches Plus. Ein Wahltag ist auch immer ein Tag der großen Gefühle, der großen Enttäuschung. In diesem Fall aber auch der großen Freude. Bernd Radler ist in der ÖVP-Wahlzentrale in Klagenfurt. Bei der SPÖ ist die Partei, die Wahlparty heute abgesagt. In der ÖVP wird sie wohl recht rauschend werden.
Ja, es wurde offenbar schon das Lokal vergrößert, in dem heute gefeiert werden wird. Ich stehe hier noch in der Parteizentrale in der Klagenfurter Innenstadt und es wird wirklich seit der ersten Trendrechnung um 16 Uhr durchgehend gejubelt. Ich glaube, die ersten Stimmen hier werden schon langsam heiser werden und es brandet immer wieder unser Martin auf. Man hört es wahrscheinlich im Hintergrund in Anspielung an Spitzenkandidat Martin Gruber, auf den ja dieser Wahlkampf zugeschnitten war. ÖVP war sehr klein auf den Plakaten zu lesen, Martin Gruber dementsprechend groß. Welche bundespolitische Bedeutung dieser Erfolg der ÖVP heute in Kärnten hat, zeigt auch der Umstand, dass Bundeskanzler Karl Nehammer mittlerweile unterwegs ist hierher nach Kärnten. Er wird gegen 20 Uhr bei der großen Wahlparty der ÖVP erwartet werden, denn er müsste wahrscheinlich gleich nach der ersten Trendrechnung um 16 Uhr losgefahren sein in Wien. Etwa 3,5 bis 4 Stunden ist man unterwegs nach Klagenfurt. Das heißt, er hat offenbar die erste Trendrechnung abgewartet und will jetzt mit seinen Parteifreunden hier in Kärnten feiern, denn selbst die größten Pessimisten in der Partei, Optimisten, so muss es heißen, sind nicht davon ausgegangen, dass es hier einen großen Wahlerfolg geben wird. Umfragen haben ja ein einstelliges Ergebnis zum Teil vorausgesagt. Eine seriöse Umfrage hat 11% vorausgesagt. Dementsprechend groß ist einfach jetzt der Jubel. Es wurde auch zum Teil geweint bei der Landesgeschäftsführerin. So ein großer Stein ist den Betroffenen hier vom Herzen gefallen. Also ich kann sagen, es wird heute noch lange gefeiert werden bei der Kärntner ÖVP. Und der Kanzler ist bereits auf dem Weg nach Klagenfurt. Danke, Bernd Steiner, für diese Informationen aus Klagenfurt. Ja, wir haben es gehört, die ÖVP, die gehört eindeutig zu den Gewinnerinnen dieses Wahltages, dieses Wahlabends. Tobias, von dir jetzt genaueres. Ja, das Plus, mit dem fast eben niemand gerechnet hat, das ist schon deutlich. Plus 1,8 Prozentpunkte für die ÖVP. Ein Zuwachs, den eben viele so überhaupt nicht erwartet hatten, der vielleicht sogar für einige in der Partei überraschend gekommen ist. Und man muss das auch im Vergleich setzen zu den vorangegangenen Landtagswahlen in Tirol und Niederösterreich. Da hat ja die Volkspartei bittere historische Verluste hinnehmen müssen in beiden Bundesländern. Ein Minus von fast 10 Prozentpunkten. War das jetzt, die Verluste markieren eine Trendwende jedenfalls, denn bei den Wahlen zuvor ist es ja deutlich besser gelaufen für die Volkspartei. Manche sprechen da auch noch vom Sebastian-Kurz-Effekt, den es damals gegeben haben könnte, als der Ex-Kanzler noch über viel Strahlkraft verfügt hat. Da gab es ja oft ein Plus, zeigt uns die Zeitreihe 5, 6 Jahre zurück, aber dieser Kurzeffekt, der scheint verblasst. Die Korruptionsermittlungen haben wohl das Ihrige dazu getan und so ist auf die ÖVP auf Bundesebene in den Umfragen abgestürzt. Liegt derzeit in etwa gleich auf mit der SPÖ auf Platz 2, deutlich hinter den Freiheitlichen, weit unterhalb der 30%-Marke und meilenweit entfernt vom einstigen Umfragehoch. Noch im Frühling 2020, da war die ÖVP bei mehr als 45%, fast in Griffweite der absoluten Mehrheit. Also, alles nicht so leicht für die Volkspartei, wiewohl man eben den heutigen Erfolg sicher feiern wird, das haben wir gerade gehört. Fraglich ist, wie das auf Salzburg abfärben kann. Denn dort stellt ja die ÖVP mit Wilfried Haslauer den Landeshauptmann auf höherem Stimmenniveau. In Salzburg wird ebenfalls demnächst gewählt. In 1,5 Monaten schon am 23. April. Die dritte Landtagswahl also nach Niederösterreich und Kärnten heuer. Blicken wir darauf kurz voraus jetzt mit Max Bigler. Der Chiemseehof in Salzburg. Im ehemaligen Bischofswohnsitz residieren heute Landeshauptmann und Landtag. Seit 2013 ist Wilfried Haslauer der Hausherr. Und das will er auch 2023 bleiben. Dem bundespolitischen Umfragetrend der ÖVP will er trotzen. Gelingt das nicht, wird es in der Bundesparteizentrale sicher nicht angenehmer. Die Salzburger ÖVP regiert jedenfalls seit 2018 in einer sogenannten Dirndl-Koalition, dem einzigen Dreier in einem Bundesland, gemeinsam mit den Grünen und den Neos. Ob sich das nach der nächsten Wahl wieder ausgehen wird, ist offen. Keinen Zweifel, in die Regierung zu wollen, lässt die FPÖ. Die immer wieder für höhere Weihen in der Partei gehandelte Marlene Swatzeck will vom bundespolitischen Höhenflug der Blauen profitieren und mitregieren. Um Platz 2 kämpft sie mit der SPÖ. David Ecker soll die Roten aus der historischen Talsohle führen und dabei fährt er einen klaren Dosko-Zielkurs. Wie er damit abschneidet, hat bundespolitische Signalwirkung. Aber zurück zum Chiemseehof. Egal ob Dreierkoalition, Schwarz-Rot, Schwarz-Blau oder vielleicht auch das bei vielen in der SPÖ große Tabu Rot-Blau, wer schließlich mit wem künftig hier koaliert, auch das wird ein Signal für den Bund sein.
Das nächste Signal für den Bund. Wir gehen schon weiter zu den nächsten Landtagswahlen. Am Tag der Kärntner Landtagswahl schauen wir schon nach Salzburg. Wir haben es gehört, da wird sich ja dann wahrscheinlich einiges tun. Da könnte einiges in Bewegung geraten. Ja, wie gesagt, wir haben es immer schon prognostiziert. Die entscheidende Wahl ist die dritte dieser drei Landtagswahlen, was nicht heißt, dass die anderen nicht entscheidend sind. Aber dann hat man ein Gesamtergebnis. Wie sind die Salzburgerinnen und Salzburger mit dieser großen Krise, diesen großen Krisen umgegangen? Dann kann man ein Gesamtpaket schnüren. Und es könnte natürlich sein, dass nach dieser Wahl dann am 23. April Dinge völlig anders verlaufen, als man es vielleicht sich vor einigen Jahren noch vorgestellt hätte. Völlig neue Koalitionen sind möglich. Es kann sein, dass wir dort auch eine ÖVP-FPÖ-ÖVP-Regierung haben. Wir können Rot-Blau haben. Alles Mögliche ist. Es kann möglicherweise auch zu einer Fortsetzung kommen. Aber ich denke, dass nach dieser Wahl schon einiges neu geordnet werden wird. Schließen wir diesen Wahltag jetzt noch hier ab. Wenn man sich die Ergebnisse in Kärnten anschaut, die SPÖ hat stark verloren, bleibt Nummer eins. Die Grünen schaffen es nicht in den Landtag. Die ÖVP hat leicht gewonnen. Generell, was macht das jetzt sozusagen mit der Regierungskoalition, mit Schwarz-Grün? Ja, da wird jetzt ein bisschen zusammengeklebt werden. Also ich denke, dass beide durchatmen können nach diesem Wahltag. Es ist über 20%. Wenn man beide zusammenzählt, ist zwar auch nicht viel, aber man hat ja schon dramatische Prognosen gehört, dass die Bundeskoalition in Kärnten nicht mehr als 15% haben würde. So gesehen gibt es eine Atempause bis zur Wahl in Salzburg und dann können wir weitersehen. Atempause haben Sie keine, ich schicke Sie gleich auf die andere Seite des Studios. Ja. Wir übernehmen gleich eine Diskussion mit Spitzenfunktionären der Parteien. Danke fürs Erste. Und nochmal zu dir, Tobi, mit ganz frischen Zahlen. Ja, blicken wir noch einmal auf die Hochrechnung an diesem Wahlabend. Man kann es eigentlich so zusammenfassen, es steht überall ein Plus, ein kleines oder größeres, außer ganz am Anfang bei der SPÖ. Da ist ein sattes Minus zu verzeichnen. Die Sozialdemokraten halten Platz 1, kommen aber nur mehr auf 39%, ein Minus von 9 Prozentpunkten aktuell bei einer Schwankungsbreite nur mehr von 0,5%. Also das Wahlziel mit dem Vierer vorne, das geht sich hier nicht mehr aus. Die Freiheitlichen bleiben auf Platz 2, 24,7%, ein leichtes Plus. Ebenso legt die ÖVP zu, damit haben nicht alle gerechnet vor dieser Wahl, 17,2% plus 1,8 Prozentpunkte. Das Team Kärnten rund um Gerd Köfer 10% geradeaus, auch ein deutliches Plus, der größte Zuwachs sogar, 4 Prozentpunkte plus. Dann kommen die Grünen, für sie geht sich's nicht aus, obwohl sie leicht zulegen, 3,7%, das reicht nicht für den Sprung über die 5%-Hürde und ganz und gar nicht reicht es für die Neos, das war schon relativ früh klar an diesem Wahlabend, da wird's nichts mit dem Einzug in den Kärntner Landtag. Stichwort Landtag, die Mandatsverteilung ist jetzt natürlich auch ganz wichtig, da kommt die SPÖ nach wie vor natürlich auf die meisten Sitze, nämlich auf 15, allerdings schon ein Minus. Danach dann die Freiheitlichen, die im Kärntner Landtag künftig 10 Mandate haben werden, plus 1. Die ÖVP bleibt gleich mit 6 Sitzen und das Team Kärnten legt zu auf 5 Mandate im Kärntner Landtag. Die alte Koalition könnte also auch wieder die neue werden, SPÖ und ÖVP, das ginge sich aus, aber das ist Zukunftsmusik, das müssen die politischen Gremien dann noch entscheiden in den nächsten Tagen und Wochen. Aber das ist mal der Stand der Dinge, Susanne. Soweit die ganz jüngste frische Hochrechnung. Wir verabschieden uns fürs ganz kurz nur. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit unserem Wahlschwerpunkt zu den Landtagswahlen in Kärnten. Bis gleich.